Wie konnte Sirius Black eigentlich aus Azkaban ausbrechen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über das Inselgefängnis Azkaban und den Ausbruch von Sirius Black sprechen. Azkaban existiert bereits seit dem 15. Jahrhundert und war ursprünglich gar kein Gefängnis, sondern das Zuhause eines Zauberers, der sich Ecristus nannte. Ecristus, von dem man annimmt, dass er geisteskrank war, war offensichtlich extrem mächtig und gefährlich, aber von unbekannter Nationalität und er praktizierte die schlimmsten dunklen Künste. Das Gebäude wurde von Tausenden von Dementoren bevölkert, die sich von menschlichem Glück ernähren und mit ihren Dementorenküssen Seelen aussaugen können. Eines Tages erfuhr das Zaubereiministerium von der Existenz des Gebäudes. Viele der Verantwortlichen hielten Azkaban für einen bösen Ort, der am besten zerstört werden sollte. Andere fürchteten sich davor, was mit den Dementoren, die das Gebäude bevölkerten, passieren könnte, wenn man ihnen ihr Zuhause wegnehme. Die Kreaturen waren bereits sehr stark und unmöglich zu töten. Viele fürchteten eine schreckliche Rache, wenn man ihnen den Lebensraum wegnehmen würde, in dem sie zu gedeihen schienen. Das Zaubereiministerium war der Meinung, dass die Kleinzauberergefängnisse, die es im ganzen Land gab, ein Sicherheitsrisiko darstellten, und sie bestanden darauf, Azkaban als Gefängnis zu nutzen. Sie behaupteten, dass die dort lebenden Dementoren einen Vorteil darstellten. Sie könnten als Wächter fungieren und dem Ministerium Zeit, Ärger und auch Kosten ersparen. Das neue Gefängnis schien gut zu funktionieren. Die Gefangenen waren größtenteils wahnsinnig, weil die Dementoren ihnen die Freude aus der Luft gesaugt hatten. Es gab keine Ausbrüche und keine Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften. Natürlich nur, bis Sirius Black auf geniale und beeindruckende Weise aus Azkaban entkam. Sirius Black wurde wegen eines Verbrechens, das er nicht begangen hat, nämlich dem Verrat der Potters an Voldemort und der Ermordung von 12 Muggeln und einem Zauberer, nach Azkaban gesteckt und von Peter Pettigrew reingelegt. Sirius blieb 12 Jahre lang in Azkaban. Der einzige Grund, warum Sirius Black nie den Verstand verloren hat, ist, dass er wusste, dass er unschuldig war. Es hielt ihn bei Verstand und ließ ihn wissen, wer er ist, und half ihm, seine Kräfte zu behalten. Als ihm alles zu viel wurde, konnte er sich in seiner Zelle in einen Hund verwandeln. Dementoren sind blind, aber sie können die Menschen sehen, indem sie sich von ihren Emotionen ernähren. Seine Gefühle waren weniger menschlich, als er ein Hund war, also es machte ihm nicht so viel aus. Aber er war so schwach und hatte keine Hoffnung, sie ohne einen Zauberstab zu vertreiben, bis er Peter Pettigrew sah. Er war auf einem Foto mit Ron und seiner Familie zu sehen, das im Tagespropheten erschienen war. Die Familie war in Ägypten im Urlaub und auf Rons Schulter saß Krätze, und es war Fudge, der Sirius das Papier gab, als er nach Azkaban kam. Also wusste Sirius sofort, dass es Peter war, weil er ihn schon oft verwandelt gesehen hatte, und die Bildunterschrift belegte, dass Ron zurück nach Hogwarts gehen würde, wo Harry war. Also musste er etwas tun, denn er war der Einzige, der wusste, dass Peter noch lebte. Es war, als hätte jemand ein Feuer in seinem Kopf entzündet, das die Dementoren nicht zerstören konnten, und es war kein glückliches Gefühl. Aber es gab ihm sehr viel Kraft. Als sie eines Nachts die Tür öffneten, um Essen zu bringen, schlüpfte er als Hund an ihnen vorbei. Es ist wie gesagt viel schwieriger für Dementoren, tierische Emotionen einzufangen, und er war dünn genug, um durch die Gitterstäbe zu schlüpfen. Er schwamm als Hund zurück zum Festland und ging nach Hogwarts. Sirius Black war ein großartiger, unschuldiger Mann und erwies sich als toller Patenonkel für Harry, aber leider starb er, bevor er auch seine Freiheit im Ganzen genießen konnte. Und das war's auch wieder mit diesem Video und wie Sirius Black aus Azkaban ausgebrochen ist. Ich hoffe, es hat dir gefallen, und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.